Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man an der erste Fluch rankommt, an die exotische Waffe. Das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst bei Banshee, beim Waffenmeister, Rang 5 erreichen. Dann bekommt ihr von ihm nämlich eine Questreihe. Das habe ich hier gemacht. Zack, Rang 5 erreicht und man sieht, da habe ich direkt diese Mission bekommen. Und das ist der Anfang von der Questreihe für den exotischen Revolver. Das erste, was ihr machen müsst, ist Daten sammeln mit Handfeuerwaffen. Dafür braucht ihr eine Telemetrie, die kauft man am besten direkt beim Waffenmeister, das wäre die hier, die Primärwaffentelemetrie, damit das Ganze auch funktioniert. Dann rüstet ihr noch einen Revolver aus und jetzt zeige ich euch, wo das am schnellsten geht. Mondmission, und zwar die allererste Mission, wo man da auf die Char trifft. Dort geht das ziemlich schnell. Dann an dieser Stelle hier, wenn man den Ritter nicht tötet, kann man hier unendlich lange kämpfen, denn man lässt sich vom Ritter dann einfach wieder killen und dann spawnt man wieder an der Stelle, wo ich gerade gespawnt bin, kann wieder die Schargegner töten, also die Leibeigenen. So das eigentlich machen, bis das dann abgeschlossen ist. Das dauert eine Zeit, aber an dieser Stelle geht es fix. Wenn das dann abgeschlossen ist, zack. Und wir können zurück zu Banshee, zum Waffenmeister. Er hat dann die nächste Mission für uns. Und die heißt Warten. Bei dieser Mission heißt es einfach warten bis zur nächsten Waffenlieferung, denn er muss irgendetwas vorbereiten. Das heißt, bei der Waffenlieferung am nächsten Mittwoch kann man dann hin und dann geht die Questreihe auch direkt weiter. Hier bekommt man diese Handfeuerwaffe und die Stelle hier ist ziemlich schwierig. Denn zum einen müssen wir die Waffe infundieren, zum anderen müssen wir ins PvP und dann PvE und zwei von den dreien sind schwierig. Das Infundieren ist nicht ganz so schwierig, da nimmt man einfach irgendeine blaue Waffe, die einen höheren Wert hat, infundiert das ganze Zeugs rein, das macht man dann etwa 2-3 Mal, bis dann dieses Zeichen hier erscheint. Wenn das Zeichen erscheint, kann man es anklicken, dann verschwindet das Infundierzeichen und man hat den Teil abgeschlossen. Dann hätten wir noch den PvP-Teil und zwar dort Präzisionskill Serien zu erreichen. Ihr müsst in einer Runde mit dem Revolver, also der Verwünschung, den ihr bekommen habt, müsst ihr 7 Headshots insgesamt machen. Das macht man am besten in einem Kontrollmatch oder in einem anderen Match, wo es lange dauert. Es ist aber schwierig. Es gibt da auch einen kleinen Trick. Man geht mit einem Kumpel in ein Rumble-Match, sagt, dort treffen wir uns immer, dann kommt er vorbei, ihr gebt ihm 2 Schüsse in den Kopf und das macht ihr 7 Mal und dann habt ihr es geschafft. Ist nicht ganz fair, aber für alle, die es einfach nicht hinkriegen, wäre das eine Alternative. Dann hätten wir das gemacht mit dem PvP, dann gäbe es noch PvE. Hier müsst ihr eine 7er Kill-Serie machen mit dieser Waffe. Stellt sich die Frage, wie geht das mit nur 6 Schuss im Magazin? Nun, die Waffe hat eine Fähigkeit drauf, und zwar die Fähigkeit, dass wenn ihr 3 Präzisionstreffer nacheinander landet, bekommt ihr einen Schuss ins Magazin zurück und so kann man dann diesen 7er Kill-Streak machen. Es ist nicht einfach, aber an der Stelle hier, wieder auf dem Mond, ihr wisst mittlerweile, wo das ist, dort kann man das relativ gut machen. Da kommen viele schwache Gegner, man kann da die Gegner gut töten. An der Stelle ist es machbar, aber es dauert auch seine Zeit. Probiert da 3 Kopftreffer zu machen und nach den 3 Kopftreffern ist es nicht mehr nötig, einen Kopftreffer zu machen. Jetzt sieht man, jetzt habe ich 3 Kopftreffer, dreifach ist geprockt, konnte 7 Gegner töten direkt nacheinander und habe die Mission abgeschlossen. An der Stelle geht es relativ fix. Dann gehen wir zurück wieder zu Banshee, zum Waffenmeister. Jetzt müssen wir wieder warten, eine ganze Woche, bis Mittwoch ist, denn bei der nächsten Waffenlieferung hat er dann die Waffe für uns dabei. Die unbekannte Prämie wäre nämlich eben die Waffe. Und zwar die hier. Der erste Fluch. Dann Zielwasser. Beim Benutzen des Zielfernrohrs werden Reichweite, Stabilität und Bewegungstempo verbessert. Man kann die Waffe infundieren, dann haben wir hier 3 Standardveränderungen, kann man ein bisschen umstellen, wie man das gerade möchte. Hier hätten wir dreifach, das kennen wir ja schon, wenn wir 3 Präzisionstreffer landen, geht eine Kugel direkt ins Magazin. Fixer Zug, um schneller zu zielen, Leichtgewicht, um schneller zu laufen oder schnelleres Nachladen.
Zu guter Letzt der erste Fluch. Präzisionskills mit Benutzung des Zielfernrohrs verbessern Reichweite und Stabilität bis zum nächsten Nachladen. Klingt mal ganz gut. So, das war's auch schon von diesem kleinen Guide zu dieser Waffe. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn ja, lasst doch noch ein Like da, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.